Ein trüber Wintertag, der ideale Zeitpunkt zu flüchten. Am besten an einem Ort, der Wärme bietet. Nicht weit von Potsdam liegt das Ressort Mark Brandenburg in Neuruppin. Hier gibt es die Therme, die alle Sehnsüchte nach Wärme und Erholung erfüllt. Doch manchmal kommt es etwas anders, als man denkt. Auf dem Weg nach Neuruppin lockt uns Küchenchef Matthias Kleber in das Dorf Hakenberg. Idylle pur, im Winternebel weiden die Havelland-Rinder. Gleich in der Nachbarschaft die Hakenberger Fleisch GmbH. Dort erleben wir Küchenchef Kleber in Aktion. Er zeigt den Hotelgästen aus Bremen die Produktion der Biofleischerei. Denn das Ressort ist schon lange Kunde. Die Qualität und die Verarbeitung überzeugt nicht nur die Verbraucher in der Region. Die Zeitschrift Feinschmecker kürte die Hakenberger Fleisch GmbH als eine der besten Metzgereien in Deutschland. Da schauen die Gäste aus Bremen genau hin, denn sie werden Stunden später mit diesen Produkten kochen. Sie haben die Kochschule, ein neues Angebot des Ressorts, gebucht. 4 Tage, 4 Produzenten, so lautet in Kurzform das Programm. Uns zieht es nun weiter in Richtung Neuruppin. Am Ufer des längsten Sees in Brandenburg locken uns Wolken aus Wasserdampf in Richtung Therme. Hier ist er, der ideale Ort für Entspannung und Wärme. Doch das Thermalbad bietet mehr. Den Winterblues mit einer Massage wegzaubern zu lassen oder im Heilwasser sich treiben lassen. Wir haben ein ganz großes Angebot unter einem Dach. Wir haben ein wunderschönes 4-Sterne-Hotel hier und direkt nebenan eine 5000 Quadratmeter große Therme. Da kann man sich so richtig gut gehen lassen, man kann sich entspannen und man kann sich auch genau bei dem Wetter schön aufheizen. Man kann entweder in den Saunabereich gehen, wir haben unterschiedliche Themensaunen, so wie eine finnische Sauna, eine Biosauna, ein Dampfbad. Highlight ist natürlich die schwimmende Seesauna. Man hat von da auch direkt raus den Panoramablick auf den See. Das heißt, man sieht die Kälte von draußen, sitzt aber drinnen schön im Warmen. Und kann dann, wenn man ganz mutig ist und aufgeheizt ist, auch direkt in den See abtauchen. Aber auch kulinarisch darf man sich hier verwöhnen lassen. Im Restaurant Seewirtschaft im Ressort treffen wir die Kochschüler wieder am Herd. Aus dem Biofleisch der Hakenberger Metzgerei bereiten sie ihr Mittagessen zu. Ein Burger aus Hackfleisch vom Havelland-Rind. Für Küchenchef Kleber ist es sehr wichtig, die Produkte aus der Region zu beziehen. Erdverbunden und ehrlich, so sein Credo. Hakenberg liegt ja unmittelbar vor der Tür. Und es ist natürlich schon der Vorteil, dass die Rinder nicht quer durch Deutschland gefahren werden oder vom Ausland hierher importiert werden, sondern die Rinder kommen alle hier aus der Region innerhalb von 20 Kilometer. Das heißt, kurze Transportwege, wenig Stress. Demzufolge ist das erstmal schon für die Fleischqualität ein Riesenunterschied. Die Kochschüler sind mit ihrem Ergebnis hochzufrieden. Unverfälschter Geschmack und wissen, woher die Produkte kommen. So schmeckt es dann noch viel besser. Guten Herzens können wir Ihnen die kleine Flucht vom grauen Wintertag weiterempfehlen. Nehmen Sie sich die Zeit. Unser Tipp, buchen Sie in der Woche 2 Tage ein schönes Zimmer im Ressort Mark Brandenburg und genießen Sie die Zeit in der Therme und lassen Sie sich im Restaurant verwöhnen. Wir kommen gern noch einmal hierher.